Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu diesem Tutorial. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zeige euch heute, wie wir so einen Koi zeichnen können. Und zwar anhand von den einfachen Grundformen. Also wirklich, dass jeder, auch ein Fisch, diesen schönen Koi zeichnen kann. In Asien gilt der Koi ja so für Erfolg und Willensstärke, Kraft auch. Und ich denke, dass einige von euch das wahrscheinlich jetzt fürs neue Jahr auch ganz gut gebrauchen können. Deswegen ist das einfach ein schönes Motiv. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und genau, bleibt dran. Wenn ihr direkt mitzeichnen wollt, dann legt euch auf jeden Fall Skizzenpapier bereit. Wenn ihr direkt mitzeichnen wollt, dann legt euch gerne Skizzenpapier bereit. Ich nutze hier das Nostalgie von Hanemühle, das finde ich sehr schön. Dann brauchen wir einen Bleistift. Ich habe da den Fallbleistift diesmal, keinen Holzbleistift, aber das ist völlig dahingestellt. Einfach einen, den ihr da habt, Radiergummi und wir brauchen zwei Feinliner für den rechten Fisch. Den habe ich dann nochmal mit Feinliner gemalt, nachgezeichnet und zwar einen 08er und einen 01er. Die beiden und hier vielleicht ein bisschen Farbe, wenn ihr wollt, einfach um noch die Flecken des Kois hervorzuheben. Wir starten erstmal mit einem Bleistift. Ich benutze heute mal den Fallbleistift von Kaweco. Einfach nur so, das ist jetzt keine Werbung. Ich mag ihn einfach sehr gerne. Mal was anderes als die normalen Holzbleistifte. Der hat hier eine Vollgraphitmine drin und dann, indem ich hier hinten drauf drücke, kann ich dann im Prinzip die Mine raus oder reinschieben. Und dann, wenn ich hier hinten das abdrehe, dann ist da so ein kleiner Spitzer dran, dann muss ich den was umstecken. Also einfach hier mal abschrauben. Und die Spitze hier rein und dann ein bisschen drehen. Dann wird er angespitzt. Und ja, ich mag den sehr, sehr gerne. Okay, ich möchte euch jetzt gerne den Koi zeigen anhand von einfachen Formen, dass wirklich auch jeder einen Fisch, diesen Koi-Fisch nachzeichnen kann, ohne wirklich großartig Zeichenkenntnisse zu haben. Und so wie ich es jetzt auch ungefähr zeige, kann man auch viele verschiedene andere Tierarten auch noch aufbauen. Und zwar anhand ihrer Grundformen. Also wir starten erstmal mit einer Linie, mit einem langgezogenen S. Ungefähr so. So. Und am Anfang dieser Linie ist ein Kreis. Der muss gar nicht so groß sein. Ungefähr so. Und dann habe ich hier, also wenn ich hier den Kreis habe und ich denke mir diese Linie als gerade und teile diesen Kreis nochmal ungefähr hier, habe ich dann jeweils einen Punkt an der Außenseite des Kreises. Und diesen Punkt nehme ich mir jetzt hier als Verlängerung und zeichne parallel eine Linie, die hier zu dieser Linie, hier unten am Ende des langgezogenen S, macht die so eine Kurve. Ja, also ich kann dann hier, wenn ich möchte, auch nochmal so einen ganz kleinen Kreis einzeichnen. Und dann von dieser Außenkante des Kreises ziehe ich mir hier parallel, also ist nicht ganz parallel, entlang meiner Mittellinie diese Parallele zum langgezogenen S im Prinzip hier fort und habe jetzt hier schon meine Grundform des Fisches. Ja? Also der Koi, der ist hier, ich zeichne den, als wenn man den quasi von oben drauf sieht. Das ist die Draufsicht des Kois. Hier vorne gebe ich ein umgedrehtes S und dann ein gespiegeltes S. Und dann kann man hier schon eher sehen, dass das hier der Kopf des Kois ist und hier hinten kommt dann die Flosse ran. Auf dieser Linie hier, etwa 1 Zentimeter drunter, zeichne ich mir hier ein kleines Dreieck und genauso auch hier. So, das werden die Seitenflossen. Die Schwanzflosse, die ist auch, kann ich mir vorstellen, wie Dreiecke. Ungefähr, das ist jetzt gar keine Regel, so muss das jetzt nicht sein. Ich versuche hier so ein bisschen in dieser S-Form drinne zu bleiben, damit die Flossen jetzt nicht ganz abhauen. Und dann habe ich hier unten
auch nochmal zwei Dreiecke, die deutlich, also nicht deutlich, die sind deutlich kleiner als die Schwanzflosse, aber auch kleiner als diese Seitenflossen hier. Dann bekommt der Koi noch ein Auge, und zwar so zwei Augen, die linke hier genau auf dieser Geraden im Prinzip. Von dem Mittelpunkt aus würde ich jetzt mal sagen, so einen halben Zentimeter. Auf der rechten Seite ist das eine 6, die ausgemalt ist, und auf der anderen Seite dann eine gespiegelte 6. Ungefähr so könnt ihr euch das Auge vorstellen. Und dann haben wir noch die Rückenflosse, die oben sitzt. Jetzt haben wir natürlich den Unterschied, dass hier wir die Flosse nicht wirklich von der Seite sehen können. Also ziehe ich mir hier auf dem Rücken die Linie, die Mittellinie nach. Der Rest ist ja alles Hilfslinie. Und jetzt ist die Rückenflosse aber in so einer Wellenlinie drauf, also weil die vom Koi ja die Rückenflosse nicht ganz gerade so abgeschnitten ist, wenn man von der Seite kommt, sondern, also ihr müsst euch vorstellen, hier ist der Koi, hier ist so der Kopf. Und dann sieht die Flosse ja obendrauf ungefähr so aus. Und das versuche ich dann im Prinzip mit dieser Wellenlinie darzustellen. Und genau, kann jetzt hier noch die Flossen etwas ausbilden. Und zwar die Seiten des Dreiecks, die sind nicht ganz gerade, sondern ein bisschen abgerundete Linien. Und dann das Ende, das geht mal rein und mal raus. Also das ist so eine ganz, ganz wellige Linie. So. Ungefähr so. Und auch hier bei den Kleinflossen. Auch die Schwanzflosse geht mal rein oder mal raus. Und ich zeichne die Linien nicht ganz gerade nach. Also sie sind ein bisschen... Und dann ist das hier meine Außenform. So. Und hier die Mitte hier, der Kreis und diese Linie, das sind dann meine Hilfslinien. Der Koi, der hat dann auch noch so kleine und große Flecken. Die kann ich noch mit raufgeben, indem ich hier einfach so eine gewellten Halbkreise, die hier angeschnitten sind. Ich skizziere sie mal aus, damit ihr sie jetzt hier einfach besser sehen könnt, damit die sich besser abheben. So. Okay, so könnt ihr das, glaube ich, ganz gut sehen. Und damit haben wir den Koi tatsächlich schon gezeichnet. Die Flossen, die bekommen hier von mir noch so ganz schmale Striche. Einfach um noch ein bisschen Struktur reinzubekommen und damit es nicht ganz so langweilig aussieht. Genau. Das Ganze skizziere ich mir jetzt einfach noch einmal hier links daneben, rechts daneben. Das heißt, hier zeichne ich jetzt nochmal einen Koi vor, um ihn dann aber mit Fineliner zu zeichnen, damit ihr einfach die beiden Unterschiede seht und dass es mit dem Fineliner auch einfach nochmal sehr modern und cool aussehen kann als nur mit dem Bleistift. Mit der Anfangslinie, mit dem S, könnt ihr übrigens auch, also hier ist es jetzt gar kein S, sondern hier ist es jetzt fast so ein, ja, einfach so ein Bogen, könnt ihr im Prinzip hier diese Richtung des Kois vorgeben. Also damit habt ihr dann so die Grundrichtung, und die zeige ich euch jetzt mal. Also ich skizziere mir wieder meine Grundlinie, dann den Kreis drauf. Dann habe ich hier unten am Schwanz einen kleineren Kreis und verbinde jetzt hier diese Punkte. Mit einem 08er und mit einem 01er Fineliner zeichne ich mir jetzt den Koi nach, starte aber zuallererst mit meinem 8er Fineliner, und den 01er Fineliner benutze ich nur für die Linien innerhalb dieser Flossen hier. Das zeige ich euch dann gleich, wenn ich soweit bin. Und das gibt einfach nochmal so einen schönen Kontrast, dass wir einfach eine unterschiedliche
Linienstärke haben und alle anderen Linien, hier ist es jetzt wichtig, die Mittellinie, den Kreis nicht nachzuzeichnen mit dem Fineliner, aber auch hier wieder die Rückenflosse, so, und die so kleinen seitlichen Flossen. Die Bleistiftstriche habe ich jetzt einfach mal wegradiert, damit die nicht mehr so irritieren. Und kann jetzt hier, dann könnt ihr das besser sehen, von den Flossen die Striche, diese kleinen, schmalen Striche hier. Hier finde ich einfach das immer sehr schön, diesen Kontrast zwischen den dickeren Fineliner-Linien und den ganz dünnen. Mit dem 01er Fineliner sehen einfach hier diese Flossenstriche, damit der Fisch einfach noch so ein bisschen andere Struktur reinbekommt. Einfach finde ich sehr, sehr cool. Jetzt können wir auch noch die Flecken einzeichnen. Ich mache das auch mit dem 1er. Die Flecken sehen hier aber bei mir, bei dem Koi, ganz anders aus. Die sind ja immer ganz anders gemustert, im Prinzip die Fische. Um das farblich hervorzuheben, die Flecken, können wir jetzt natürlich das mit dem Schwarz ausgezieren. Können wir natürlich machen. Oder ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, das bleibt eurer eigenen Kreativität überlassen, vielleicht auch einfach mit Farbe kolorieren. Ich habe jetzt hier gerade Aquarellfarbe bei mir liegen, aber ihr könnt das natürlich auch mit dem Buntstift machen. So, das Papier, was ich jetzt hier habe, das Skizzenpapier ist jetzt nicht wirklich für Aquarell geeignet, aber für die farbliche, für das Hervorheben reicht das hier völlig aus und ich arbeite nicht mit viel Wasser und dann kann man das hier schon mal machen auf dem Skizzenpapier. So. Genau. Sehr schön. Also das sind so die beiden Unterschiede. Ihr könnt natürlich auch die Skizze nehmen, auf dem Aquarellpapier übertragen und dann den Fisch komplett in Aquarell malen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Deswegen freue ich mich dann auf eure Ergebnisse, wie ihr diesen Koi kreativ umsetzt und taggt mich gerne, damit ich eure Bilder sehen kann und kommentieren kann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich sage bis dahin tschüss.